Und damit herzlich willkommen zum heutigen Nitopia-Stream, ne? Jo, ist ein bisschen mehr, dass der letzte passiert ist. Ich habe mich dreimal eingeloggt und dreimal im Brief erhalten, wo ich drei Ausflugstickets, nee, viermal und einmal drei Spielhallentickets bekommen habe, ohne dass ich es wollte. Und ich will jetzt erstmal kurz ein paar Änderungen hier aufklären, die ich gemacht habe offscreen. Und zwar im Journal. Ich habe zum einen das Gesicht von dem dunklen Fürst ein bisschen umgeändert, damit es ein bisschen lustiger aussieht, weil das vorherige sah irgendwie nicht so finster aus. Ich habe den Reisegummi zu Sanji umgeändert. Na 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 na, One Piece. Ja, weil ich einfach einen richtigen Koch da irgendwie haben wollte. Ich habe ja gesagt, ich hole da Golden Ramsay oder irgendwas in der Art. Den Wanderfotografen habe ich zu Axolotl gemacht. Ein baldiger Twitch-Kamerad, hoffentlich. Ich hatte sie mal angesprochen, ob wir demnächst mal was gemeinsam machen wollen und sie hat zumindest zugestimmt. Und als Quizfake haben wir jetzt Sans. Weil ich da bestimmt eine schlimme Zeit haben werde. Des Weiteren, der Nintendo-Fan, nee, der war es nicht, den ich noch umgeändert habe. Beim Königshof. Es sind vom Prinzip her noch die gleichen Personen, aber ich habe so die Alternativversion jetzt dahingesetzt. Das sind halt die ohne die Brillen, einmal Fidey, also Sherpa, und Mirko, also im Extreme habe ich einfach Schmirko dann genannt. Und Sven habe ich ein Lächeln verpasst. Und auch ganz leicht das Grinsen von König Rafe habe ich auch ein bisschen umgeändert. Damit ihr da Bescheid wisst. Was ich jetzt so offscreen verändert habe. Ansonsten habe ich nichts verändert und ich werde jetzt auch den Avatar endlich ausschalten. Weil ich finde, dieses Spiel macht ohne den Avatar einfach mehr Sinn. So. Ich habe 9 Ausflugstickets, 2 für den Strand, für den Angelausflug und 2 für Bücherei und fürs Kino. Nur fürs Café habe ich einen einzigen. Und die werde ich jetzt nutzen. Weil Akai und Dave haben irgendwie Probleme mit der Freundschaft. Deswegen werde ich die jetzt erstmal hochboosten, bis sie in Freundschaftsstufe 8 erreicht haben. Wir nehmen erstmal das, was wir doppelt haben. Also wünsche ich euch viel Spaß. Ein Freundschaftslevel. Jawohl. Wenn was Neues passiert, dann schneide ich das rein, aber das habe ich jetzt höchstwahrscheinlich rausgeschnitten. Ich habe mich auch schon entschieden, dass ich das auf YouTube hochlade. Wo ich jetzt gerade streame, habe ich den ersten Part am selbigen Tag hochgeladen. So, Angelausflug. Und ihr seht es ja, wenn was Neues passiert. Was musst du ihm sagen? Interessiert Dave offenbar nicht, was Akai ihm Wichtiges sagen muss. Oh, mal was Neues. Dave zieht sich einfach. Akai hat was angebissen. Dave, Hilfe! Schlechter Zeitpunkt. Ach, der ist pinkeln gegangen. Sie haben Krankenbesuch gelernt. Wenigstens mal was Neues. Und ein MP-Bonbon. So, als nächstes der Kinobesuch. Mal gucken, was die im Kino veranstalten. Nix, da kein Ausflug. So, welchen Spaß haben die im Kino? Ist es ein Horrorfilm mal wieder? Ein Mystery-Thriller! Hä? Beide verwirrt. Hä? Ein sehr interessanter Film offenbar. Ah, jetzt ergibt alles einen Sinn. Hm? Was genau ergibt einen Sinn? Das Geheimnis, das am Ende gelüftet wurde. Welches Geheimnis? Dave hat einfach gar nichts vom Film verstanden. Perfekt! Und 4 MP-Bonbons. Ich krieg die so hinterhergeschmissen. Sondern die dürfen nochmal in die Bücherei. In der Bücherei waren wir tatsächlich noch nicht so oft. Ich muss die Ausflugstickets ja nutzen, wenn mir schon 20.000 hinterhergeworfen werden. Du, Dave. Hm? Diese Dinger, mit denen wir das Pferd steuern, wie heißen die nochmal? Zügel, das sind Zügel. Sowas sollte man aber wissen.
Oh, wirklich? Und was ist mit dem Teil, wo man drauf sitzt? Sattel. Ich glaube, es geht los. Das ist der Sattel. Eigentlich müsste ich hier sitzen. Wieder was gelernt. Und der Teil vom Pferd, der das Klappe, die Klapp macht? Das sind natürlich die Zehennägel. Die korrekte Antwort wäre Hufe gewesen. Gut gemacht, Dave. Reiten sich über Pferde. Wir haben sogar ein Pferd bei uns im Haus. Da müsst ihr euch doch auskennen. So. So, jetzt will ich mit Yannick mal angeln gehen. Es will einfach nichts anbeißen. Nicht mal ein Silberfischchen. Och, Yannick, nicht einschlafen. Wollen wir aufbrechen? Und jetzt beißt was an. Moment mal, da fehlt ja der Köder. Ups. Ich dachte, man angelt ohne Köder. Die zwei haben rächen gelernt. Wenn ein Freund fällt, brenne zornig und räche ihn mit einem mächtigen Hieb. Oh Gott, wenn Yannick stirbt. Oder wenn ich sterbe vor allem. Yannick macht jetzt schon den meisten Schaden im Nahkampf. Wie hart eskaliert er dann? So, ihr beide geht ins Café. Versucht das jetzt gerecht aufzuteilen. Kai ist etwas zu aufdringlich. Ach, Dave. Der will doch nur dein Freund sein. Das Monster war eine ganz schön harte Nuss. Das kannst du laut sagen. Ohne dich hätten wir echt alt ausgesehen, Akaya. Kann schon sein. Für dich gebe ich halt immer mein Bestes, Dave. Küsst euch. Los. Fast zwei Freundschaftsstufen. Hi, Ichi. Ach, nee, Itachi. Entschuldigung. Denke ich mal zumindest, dass es das heißen soll. Und die beiden haben jetzt auch Rechen. So, wer braucht noch? Wer ist noch nicht Stufe 9? Yannick und Dave sind noch nicht Stufe 9. Habt Spaß, ihr zwei. Ihr könnt an den Strand. Ich finde das übrigens schön. Ich gebe Dave und Yannick gerade ein Kinoticket und Dave ist gerade wirklich im Kino. Das hat er gerade eben noch geschrieben. Oh, die müssen kämpfen. Gegen einen Goldfleugen auf dem Weg zum Kino. Ja, komm, mach den fertig. Bitte. Hab ich auch noch nicht gesehen. Während so einem Ausflug können die angegriffen werden. Interessant. Jetzt kriegen die Exclusive-Erfahrung. Aber das Event findet trotzdem statt. Ein Glück. So, was ist diesmal? Ein Actionfilm. Oh, nice. Wie aufregend. Der Film scheint sehr spannend zu sein. Die hatten Spaß. Oh ja, bitte. Ich bete darum, dass der sich uns anschließt. Dann können wir nur noch gewinnen. Sie haben endlich Stufe 8 erreicht. Es geschehen noch Wunder. Und ich habe ein Teufelstörtchen dafür bekommen. So, ihr könnt noch einmal in die Bücherei. Dann könnt ihr dort Spaß haben. Wow, so viele Bücher. Die muss ich alle lesen. Na, viel Erfolg. Oh Gott, Yannick ist schon ein alter Mann geworden. Warte mal, wieso ist Yannick so schnell gealtert? Wie viel hast du denn bitte gelesen? Ja, er hat doch gesagt, er wollte die ganze Bücherei lesen, Dave. Aber wie schnell Yannick gealtert ist. Ich hätte es lustig gefunden, wäre in der Sequenz auch nochmal so alt. Richtig gut, ne?
Da kriege ich immer das Lachen. Aber wir haben jetzt wenigstens beide Rechen. So. Wer hat jetzt die niedrigste? Akaya und Yannick können zusammensitzen. Ich will mich eigentlich mit dem Pferd anfreunden, aber ich brauche eine Futterstufe mit Dave. So, und wir haben richtig viel zu futtern bekommen. Zuallererst Teufelstörtchen. Koch? Nö. Der sagt, nö, mag ich nicht. Dave hasst Kannibalentee. Und Akaya, magst du den? Es schmeckt. Und Felsenschoki. Ich bin schon satt. Wir wissen, dass du den magst, Yannick. Ich will wissen, ob andere den mögen. Dave liebt auch Felsenschoki. Okay, schön zu wissen. So, und jetzt können wir endlich auch mal mit der Story weitermachen. Endlich gibt's mal Plot. Wurde ja auch mal langsam Zeit, ne? 100 verschiedene Lieder? Also Soundtrack-Szenen auch als Lieder. So, ich will erstmal wissen, was ist da oben? Die Frostwindspitze. Ich kann hier aber nicht weiter. Kommen wir bestimmt später hin. Mm, richtig lecker. So, wir haben noch ein paar Wege abzulaufen, bevor wir da hier Prinz Schmirko abholen. Das wird spaßig. Akaya reitet davon. So, ab nach unten. Jo, ich will auch einen Felsenschoki. Schmeckt bestimmt lecker. So, letztes Mal habe ich Explosion bekommen und kam nicht dazu, es einzusetzen. Also, let's go. Neue Technik, Explosion. Yannick, hilft mir. Oh, die sind wahrscheinlich RIP, oder? Die sind RIP. Okay. Ich bin OP. Nice. Ich weiß schon, warum ich Magier sein wollte. Wolkenwatte. Oh, da hätte ich auch gerade so Bock drauf auf so Zuckerwatte. Oh. Da ist so ein Erdhügel. Sieht aus, als wäre hier etwas vergraben. Los, Akaya, Grab. Grab mir was aus. Bitte eine AP-Banane. Nichts gefunden, wie jetzt. Los, grab weiter. Nur noch ein bisschen. Die anderen schlafen schon. Weiter. Los, ein letzter Versuch. Ja, er hat ein Vermögen ausgegraben. Oh Gott, Yannick, wie guckst du jetzt schon wieder? Ja, das ist wirklich ein Vermögen. 90 Gold. Jetzt bin ich reich. Ey, sogar der Schatztruhe war mehr drin. Ich kann kaum noch sitzen. Wir müssen laufen im Gegensatz zu dir. Was ist denn das für ein Lied? Habe ich mir selbst ausgedacht. Geht direkt ins Ohr, nicht? Also irgendwoher kommt mir das bekannt vor. Kann gar nicht sein, ich kupfere doch nie ab. Ah, ich hab's, das hört sich an, so an wie das nächtliche Gekreich eines Kobolds. Du hast keinen Sinn für hohe Kunst. Okay, Akaya mag es nicht, wenn Yannick singt. Und Gasthofs. So, das Dave... das Dave. Das Pferd sucht nach Dave, wollte ich sagen. Oh, Dave erzählt ihm von seinen Abenteuern. Das findet das Pferd bestimmt schön. Vor allem, wie er von dem Maulwurf abgeworfen wurde. Du hast das Pferd eingeschläfert, Dave! Hat das Pferd einfach in den Schlaf gelabert. So, und dann direkt weiter, ne? Wir müssen auch unten rum. Vor allem, weil hier noch eine Kiste ist. Ja, ich würde am liebsten nach Hause mal wieder. Oh, diesmal darf Yannick graben. Los, grab! Jetzt nichts gefunden. Was? Er hat einfach aufgegeben. Okay, dann halt nicht. Ich wollte eigentlich, dass er weitergräbt und er sagt sich einfach nö.
Warum ist Akaya immer so negativ? Du? Ja? Diese MP-Bonbons, die sind unheimlich groß. Man kriegt seinen Mund gar nicht weit genug auf, um sie zu kauen. Echt jetzt? Ich schluck sie immer in einem Stück runter. Was? Wie denn das? Diese Frage wird nie beantwortet. Wahrscheinlich einfach reinstopfen. Irgendwie klappt das schon. Ich hol mir erst die Kiste. Na komm. Ja! Zwei helfen mir! Ihr seid so tot. Wann bin ich so stark geworden? Dass ich alles Insta-recke. Das habe ich ja nicht mal mitbekommen. Ja, endlich. Sie beide haben eine Freundschaftsstufe. So, das Pferd sucht nach Yannick und Dave und ich haben was. Oh, ich habe Dave ein Geschenk gekauft. Hoffentlich freut er sich. Ich habe was für dich gekauft, Dave. Hier, bitte. Ich halte sie ganz lässig entgegen. Und ein Bleistift. Sehr fein. Ja, er freut sich. Ich habe ein richtiges Geschenk gekauft. Das braucht er auch wahrscheinlich. Jetzt haben wir beide auch Rechen. Oh je, Akaya mag David hat's gesehen. Akaya ist eifersüchtig auf Shiny. Dass die immer alle eifersüchtig auf mich sein müssen. So, ich setze mich mal zu Akaya. Darf sich Yannick ein bisschen mit dem Pferd anfreunden? Ah. Zeit für mein Abendessen, bis später. Epona macht ein langes Gesicht. Yannick, du hast Epona enttäuscht. Aber wenigstens bringst du einen Apfel mit. Dann mag sich das Pferd gleich viel mehr. Level 5. Die zwei haben Ankuscheln gelernt. Wieso haben gerade eben die anderen Ankuscheln nicht gelernt? Gemeinsam mit einem Freund erholt es sich in Ruhezone gleich viel besser. Ah nee, bei der Stufe 6 hat der eine nichts dazu bekommen. Der gute Dave. Warte mal. Ich will mal gucken. Vielleicht kommt bei der Stufe 7 ja was. So, die zweite Wolkenwatte. Die hebt MP. MP, HP. Und Akaya hat am wenigsten. Er ist auch hochzufrieden. Super. Muss ich ihn nicht erschlagen. So, Akaya will eine Lederuniform. Ist gekauft. Und du kaufst natürlich eine AP-Banane. Das... Mann! Wir haben schon zu viele davon. Du brauchst nicht noch mehr kaufen. Ich wollte eigentlich nicht, aber jetzt habe ich es schon. Bitte die Eisenrüstung. Oh, wenigstens kein MP-Bonbon. Na gut, dann kriegen jetzt noch ein paar Leute Käsekuchen. So. Eigentlich Dave. Einen krieg ich. Und einen lassen wir übrig für Akaya. Damit er ihn auch mal probieren kann. So, diesmal laufen wir natürlich unten lang. Ich will halt alle Wege abschließen. Ein Delibich hat eine Stufe 2. Nice. Und natürlich ein Felsenschoki. Den vergessen wir nicht. Und Gasthaus. So, keiner will was gekauft haben. Jetzt kriegt erstmal Akaya den Käsekuchen. Ihm hat er nur geschmeckt. Aber ich war fair und habe ihn probieren lassen. Ich finde das so nice, ne? Den Kobold-Schinken haben alle gehasst und die Felsenschoki lieben alle. So, Delibecher 2. Finde ich unglaublich lecker. Kriegt direkt 2 Stufen bei allem. Jetzt muss ich mich durch die Wolkenwatte quetschen. Eigentlich liebe ich Zuckerwatte. Hier mag ich sie irgendwie nicht. Ich finde das auch schön, ne? Ich habe so um die 6000 Gold, ne? Und die wollen halt nicht einmal was bekommen.
So, wie gesagt, die Kiste, die hebe ich mir noch auf. Die hebe ich mir für den Rückweg auf. Wenigstens kommen wir hier schneller durch. So, wir gehen nach unten natürlich. Ein MP-Bonbon. Ein Yannick, der vom Pferd fällt. Und wieder Felsenschoki. Das Gerät, was alle lieben. So, passiert ab Stufe 7 irgendwas mit dem Pferd? Schnauben gelernt. Kleiner Schnauber, großer Effekt. Fügt sämtlichen Gegnern Schaden zu. So, Yannick will eine Eisenrüstung. Und sie wurde gekauft. Ja. Wenigstens einer kauft seine Rüstungen. In Orange. Auch wenn das eher mehr so ein bisschen schimmernd aussieht. Da ist unser Prinz von nebenan, das reiche Mamakin. Mich hier einfach so warten zu lassen. Huch. Prinz von nebenan, Schmirko. Ich habe ihn extra diese roten Augen verpasst, weil er die Alternativversion von Maxstream ist. Ihr nichts nutze. Und ich weiß, warum er böse Augen hat. Bringt mich zur Prinzessin sofort. Oh, der ist in meiner Party drin. Okay. Okay. Eine interessante Story, die du erzählst. Ja, ich weiß, wen du gemeint hast. Oh, ein Greif. Der fliegt erstmal eine Falle. Ich mache erstmal Feuer. Weil das ist ein Einzelgegner. Auf der Switch. Es gibt das einmal für ein 3DS und einmal gibt es für die Switch. Ja, Dave hat den Greif geprankt. Alter, wie oft greift der an? Genau der richtige Zeitpunkt, um einzugreifen. Okay, Schmirko hilft mir nicht. Super. Bist ein wertvolles Mitglied für die Gruppe. Machst einfach gar nichts. So, hier wurde wieder geprankt. Ich bin lässig und weiche aus. Komm, heil mich, Akaya. Er hat sich selber gefüttert. Ich wollte auch was. Er beleidigt einfach nur die Gegner. Kämpf mal lieber mit, du Mama-Kind. Ich mache hier immerhin die ganze Arbeit. Los, Sprunghieb, Yannick. Alter, wie viel Schaden Yannick einfach macht. Bratgreifchen. Oh, lecker. Ja, wir haben gewonnen. Kein leichter Sieg. Nur gut, dass ich so ein gewandter Kämpfer bin. Du hast die Gegner nur beleidigt, Schmirko. Boah, wir sind alle sauer auf ihm. Oh, ich kann das Schloss sehen. Prinzessin Sven. Dein geliebter Prinz Schmirko wird weiter deine Seite sein. Kann ich da jetzt eigentlich noch weiter? Shining Halt, ich habe wichtige Nachrichten. Ich bin Todd von der Schlosswache. Ich muss dich warnen. Dort hinten liegt ein anderes Königreich. Die Grenzen dieses Königreichs wurden leider geschlossen. Man ist dort wegen der Vorkommnisse anfangs äußerst besorgt. Mit Ton abgeschossen. Ich muss nun zurück zum Schloss. Es bleibt keine andere Wahl, als umzukehren. Dann holen wir uns mal eben kurz die Kiste. Kann es sein, dass du ein neues Outfit hast? Ist echt schick. Ja, nicht schlecht. Das Kompliment kam gut an. Ah ja, die haben frei. Die haben Spaß, wollte ich sagen. Die feiern gut. Ja, Rennen hält fit. Findet auch das Pferd. Und Kiste. Für wen? Eine Schwimmkluft. Für Dave. In Blau. Welches Blau nehmen wir? Wir nehmen das Dunkle. Jetzt kann er schwimmen gehen. Ist nur eine falsche Gegend dafür. Dave hat Wirbel im Wind gelernt. Tanz wie der Wind und schlitze dabei Gegner in kleine Würfel.
Okay. Neuer Angriff für ihn. Jetzt kann er seine Mana endlich mal nützlich einsetzen. Ich muss hier ein paar Mal lang laufen. Habe ich gehört. Und ins Gasthaus. Level 10 mit der Klasse Dieb erreicht. Was hat Dave vor? Ich will in das Zimmer von Yannick gehen. Oder sie verbissen sich. Yannick wird gesucht. Du magst doch bestimmt irgendwen. Sag schon, wer ist es denn? Ach, das Event schon wieder. Was? Das verrate ich doch nicht. Was? Sag schon. Ich sag dir auch, auf wen ich stehe. Ha? Glaubst du, das interessiert mich? Eiskalt, Yannick. Und endlich wollen alle mal was gekauft haben. Ich will den Zauberstab des Noctus. Der sieht richtig geil aus. Ist gekauft. Jawollo. Jetzt zauber ich euch noch heftiger weg. So, Akaya, zweiter Versuch für die Lederuniform. Ja, sie wurde gekauft. Es ist kein Schwarz verfügbar. Kriegst du Lila. Und Akaya will einen Schädelspalter. Oh, das sieht auch richtig geil aus. Schädelspalter wurde gekauft. Ausrüsten. Zum einen das Bratgreifchen. Das ist für Angriff gut, deswegen kriegt es Yannick. Und er ist auch hochzufrieden. Ist es nicht gewesen, hätte ich dir eine gepfeffert. Eine Lumpenuniform. Ich weiß, der Lumpenschmarrn ist richtig kacke, aber ich versuche es trotzdem einmal. Zumindest Käsekuchen. Ich versuch's nicht, wenn die Chance so gering ist. Aber lecker Käsekuchen. Mmh. Was? Ich hab Freunde? Noch nie von gehört. Ich will den letzten Käsekuchen auch. Ach, hier bitte. Und jetzt muss ich noch ein paar Mal diese Ebene ablaufen. Wir haben Beziehungslevel 10. Wo? Ich hab's geschafft. Ich hab ein paar Werte 10 Mal gesteigert mit Nahrung. Jetzt muss ich nur 10.000 Mal hier durchrennen. Und eine Kiste. Ja, 3 Spielscheine. Die sind mir gerade fast ausgegangen. Perfekt, dass ich jetzt neue kriege. Gesundheit, Dave. Oh, die sehen nicht glücklich aus. Was habt ihr zwei? Sei vorsichtig. Sei du doch vorsichtig. Ich muss mal wieder den Streit schlichten. Wie immer. Mit ihr zwei. Immer mit der Ruhe. Es tut mir leid. Mir auch. Die beiden haben sich versöhnt. Mann, immer müssen die streiten. Und ich muss dann es später ausbaden. Neue Technik. Wirbelwind. Oh, das sieht richtig geil aus. Bitte mach das öfter. Das sah richtig cool aus. Hat aber kaum Schaden gemacht. Und ich krieg Hilfe beim Blitz. Tschüss. Übrigens, man hat es nicht lesen können, für die gerade zuschauen, aber ich rufe immer so Shining, Shining sagt bye. So, Akaya und ich reden erstmal. Nee, Shiva, Shibush und weg. Oh, ich helfe im Gegensatz zu Akaya. Letztes Mal, als Akaya hier beim Wischen dabei war, hat er nur zugeguckt. Ich bin so freundlich und helfe. In die Bronzerüstung wäre der Traum von Yannick. Und sie wurde gekauft. Die ist sogar standardmäßig so mehr orange, ne? Nur die Handschuhe ändern sich. Ja, das sind halt orangene Handschuhe. Oh, das ist eine Chance, da sag ich ja. Komm. Dave kriegt einen Dolch. Super. Einfach so ein Osterinsel-Dolch. Den nicht immer mir geben. Ich drücke immer einmal zu oft A. Richtig nicer Dolch, Dave. Der bleibt bescheinigen. Und für Akaya. Aber keine neue Technik. Schade. Level up für Yannick.
Warum krieg ich nur Dave bei Stufe 10 eine neue Technik? Wir anderen wollen auch. So, und jetzt die ganzen Orden dafür, dass ich Level 10 erreicht habe, ne? 250 Leute gerettet. Ja, die Macht des Horst. HP-Streuer vergrößert. Jetzt habe ich 45 statt 40 im Streuer. Nice. Nächstes Mal bei 300. Hey, komm, den kleinen Balken hätte die auch noch voll machen können. So, Pferdchen. Shining hört Eupone aufmerksam zu. Oh, so viele Äpfel hast du gegessen? Dave, was wird das? Was? Echt jetzt? Oh nein, Shining hat sie nicht mehr alle. Dave hält mir schon für bekloppt. Wie immer. komm, wir tauschen die beiden mal, damit die Level 10 erreichen. Ey, da kann ich doch nur Ja sagen. Und jetzt wird's die HP-Banane. Das war ein Witz. Ich hab das nicht ernst gemeint. Also, da krieg ich schon so eine riesen Chance. HP-Banane, du kriegst die Robe nicht. Okay, beim zweiten Mal habe ich sie bekommen. Vielen Dank. In Blau natürlich. Weißt du, so eine riesen Chance, das Spiel denkt sich, nö. Los, meine Totzodaten, lasst mich durch. Nun, wo ist Prinz Schmirko? Ich war wirklich ein Pechvogel. Aha. Ich habe ihnen erzählt, dass ich Prinz Schmirko offenbar unterwegs gegessen habe. Du bist wohlbehalten zurückgekehrt. Großartig. Hier ist deine Belohnung. 800 Gold. Darf ich dich heiraten? Ich will noch mehr Geld. Okay, und irgendwas will die Prinzessin. Ich hab mich reingeschlichen. Och, Feidi, was machst du denn? Prinzessin Sven! Ich bin es, dein geliebter Prinz Schmirko. Du! Du Widerling! Was machst du hier bei Prinzessin Sven? Warum machst du denn hier so einen Wind? Na, warum wohl? Ich bin mit der Prinzessin verlobt. Sie ist mit einem Ekel wie dir verlobt? Das lasse ich nicht zu. Und das sagst du mir ins Gesicht. Die beiden haben Krieg. Oh Gott! Wie sehr Schmirko gerade schielt, ne? Guckt euch das mal an. Bitte hört auf. Aufhören, ihr beide. Was um alles in der Welt ist hier eigentlich los? Ja, die beiden hassen sich. Dieser Schuft. Habe ich nicht Prinz, dem adligen Prinz angesprochen? Also Prinz Feidi? Er wagt es, meine Prinzessin Sven den Hof zu machen. Dieser Kerl soll also Prinzessin Sven heiraten? Das werde ich nicht zulassen. Aufhören, alle beide. Oh Gott, wie sollen wir den Streit denn beilegen? Mit denen fliegen die Fetzen. Vielleicht könnte eine Frombeere sie beruhigen. Dürfte ich dich darum bitten, eine für uns zu suchen? Ja, aber gerne doch. Prächtig. Die Frombeere wächst irgendwo tief im Wald. Bräuchte ich nicht zwei für jeden eine? Das wird sich schon irgendwie regeln. Jetzt komme ich wahrscheinlich auch an die Kiste dran, ne? Ich gebe ihr vor, hab schon mal eine kleine Belohnung. Ich frag nochmal, darf ich dich heiraten? Du überschüttest mich mit Geld. Und nun eile bitte. Mumpf, mumpf, mumpf. Alter, ich liebe den König. Das ist auch so eine Backstory, ne? Ich und der König, wir lieben uns. Also ich liebe ihn, weil er mich mit Geld überschüttet. Er hat all meine Anträge abgelehnt. Was bist du denn für ein Ploing?
Ich habe ich auch noch nie vorher gehabt. Miamploing. Die droppen bestimmt irgendwas zu essen, oder? Die hauen Dave auf jeden Fall gut aufs Maul. Wir sprengen die mal. Ich will angeben, ja. Oh, die haben das überlebt. Aber Yannick haben sie nicht überlebt. Oh, vorbereiten mit angeben. Das war ja einfach. Fleugenwurzel. Und das zwei verschiedene Versionen. Nice. Sehe ja gleich, was die können. Ich finde das so schön mit dem Pferd, ne? Da kommt man so schnell durch. Im Kampf zeigt sich bei vielen der wahre Charakter. Heidi ist jemand, der sich zumindest was traut. Für den Schmirko da hingegen ist ja voll die Tröte. Und der soll die Prinzessin heiraten? Prinzessin Zwing kann einem echt leid tun. Ja, so ist es auch irgendwie. Ich wurde übrigens auch von meinen Kollegen angeschrieben, dass auf jeden Fall Heidi bitte den Kampf gewinnen soll. Sonst werde ich von den beiden in den Tod gehatet. Was ist das? Ach, war wohl nichts. Habe ich was verpasst? Hätte ich was drücken müssen? Eine Mars-Mi-Falle. Oh, ich habe mein Pferd bereit. Los, Pferd! Hauen wir die Mars-Mi-Falle. Oh, ganz ruhig. Dave kriegt auch direkt die Hilfe vom Pferd. Und die Mi-Falle ist tot, bevor sie was machen konnte. Schade, ich hätte gern gesehen, was die kann. Da war ein Weg nach oben, den habe ich nicht gesehen. Ich wäre gern lang gegangen. So, Pleugenwurzel. Die steigern alle Werte. Das ist ja das Superfood. Her damit. Ich habe keine Freunde. Ich bin sowieso der Hauptcharakter der Story. Also wenn es schon sowas gibt, dann kriege ich das ja wohl. Auch wenn das jetzt ein bisschen blöd klang. Ich will jetzt nochmal gucken, ob ich irgendwie in den oberen Weg gehen kann. Ich will zu der Kiste. Da war ein Ausrufezeichen. Ich habe direkt A diesmal gedrückt. Und war offenbar die richtige Entscheidung. Ich hatte das beim letzten Mal gar nicht mitbekommen. Sag los, wir haben uns verlaufen. Was? Nein, Quatsch. Wir sind, also, ja, wir haben uns verlaufen. Ach, das macht doch nichts. Das passiert uns doch ständig. Ach, wir gehen einfach in irgendeine Richtung und sehen, wo uns das hinführt. Ihr habt vielleicht Nerven. Auch ein tolles Event. Und Gasthaus. Die Kiste hole ich mir beim Rückweg. Also, nachdem ich da zu dieser Form wäre. Gegangen bin. Und wir haben natürlich direkt einen tanzenden Yannick. Dave, du wirst gesucht. Oh, Epona kriegt eine Massage von Dave. Oh, da ist aber jemand verspannt. Epona mag die Massage offenbar. Stufe 8 mit dem Pferd, aber es ist leider nichts passiert. Stufe 10 mit dem Pferd ist bestimmt auch richtig gut. Los geht's! Einmal oben lang, ich muss ja auch wieder 10.000 Mal durch. Und wieder eine Mars-Mi-Falle. Diesmal versuche ich sie leben zu lassen. Ich will wissen, was die kann. Mach ich so nur einen Blitz auf die. So, der Wirbelwind. Oh Gott! Die Mars-Mi-Falle hat Yannick gefressen! Holen wir ihn da raus! So hell hier draußen. Yannick ist sauer, weil er da drin war. Den letzten braten wir weg. Da wurde Yannick einfach gefressen.
Ah, und diese Pflanze gibt den Kannibalen Tee. Mir ist da so ein Gedanke gekommen, wenn jeder von der Frombeere äße. Meinst du, dadurch würden alle Ängste und Sorgen dieser Welt verschwinden? Hm? Wie kommst du denn jetzt auf sowas? Na, ich dachte mir, wenn wir wirklich die Frombeere finden, dann könnten wir sie doch anbauen und alle dazu bringen, davon zu essen. Rucksack werden alle ganz zahm und wir könnten die Weltherrschaft übernehmen. Jetzt wisst ihr, wie ich die Weltherrschaft übernehmen will. Was? Sag doch nicht sowas. Du machst mir Angst. War nur ein Scherz. Ja, nicht lustig. Auf solche Blödsinn kann ich verzichten. Der Scherz hat Yannick nicht gefallen. Oh, nochmal. Ich hab keine Lust. Du könntest da recht haben. Also, wenn er keine Lust hat, dann müsste er eigentlich damit recht haben. Ich will ein Kätzchen knuddeln. Ob die Frombeere hier wächst? Der Frombeerbusch. Frombeere erhalten. Meine Nase ist ein bisschen verstopft. So, und ich muss den Weg noch einmal ablaufen, weil ich den unteren noch ablaufen muss. Mann, was will das Pferd immer ständig von von Dave? Hey, Pona. Oh, da hat sich aber jemand schlechte Laune. Wie wär's mit einem Leckerli? Und schon ist die Laune oben, ne? Mann, immer nur Dave. Die anderen wollen auch. Was hat das Pferd gegen uns? Musewangel gelernt. Keine Imper mehr. Total abgehalftert. Ein Stumpf verschaffter Linderung. Mann, ich will Freundschaft mit diesem Pferd. Erster Beistand. Schnauben. Oh Gott. Das Pferd hatte keinen Bock auf die. Kannibalentee 2 erhalten. Beziehungsweise die dritte Stufe. Ey, das ist doch nicht mehr normal. Dave, lass uns doch auch ein bisschen Spaß mit dem Pferd haben. Zeit fürs Striegeln. Huch, wo ist die Bürste hin? Hm? Auch mal unter dem Heu. Da ist sie ja. Immer nur Dave, das ist doch nicht fair. Stufe 10. Ah, okay, bei Stufe 10 passiert nichts beim Pferd. So, wir haben hier zwei verschiedenen Kannibalentee. Der ist für MP da. Erstmal kriegt Akaya seine Pilze. Der hat gerade eben schon seine Pilze nicht bekommen. So, und da das beides für MP da ist, probiere ich mal den zweiten. Hochzufrieden. Und den anderen darf Yannick haben, weil der echt wenig hat. Irgendwer hat ein Mitglied-Level von 10 beim Pferd geschafft. Weil das Pferd und anderen nicht mag. Und die Kiste. Oh, hier sind schon wieder welche sauer. Sei vorsichtig. Sei du doch vorsichtig. Tut mir leid, was ich vorhin gesagt habe. Nein, ich bin derjenige, der sich entschuldigen sollte. Sie kennen sich jetzt besser. Oh, das hatten wir auch noch nie. Interessant. Wir lernen jedes Mal was Neues. Und hier sehe ich die Kiste, ja, mit einer Vollmondpfanne für Akaya. Ausrüsten, weil die sieht richtig cool aus. Und Gasthaus. Und jetzt muss ich da noch ein paar Mal durchlaufen. Oh, zweimal eine Fortschrittsstufe. Opfern gelernt. Sei heldenhaft und nimm anstelle eines Freundes Schaden. Und dasselbe haben die beiden jetzt.
Endlich darf auch mal jemand anderes zum Pferd. Ipona, hier ist dein Wasser. Ah! Findet er es süß oder hat er sich erschreckt, dass er jetzt nass geworden ist? Jetzt bin ich klatschnass. Es war das Wasser. Oh, was ist das denn für eine Aktion? Was ist denn heute mit Ipona los? Er lässt ja gar nicht mehr von Akaya ab. Ist Akaya über Nacht in ihre Riege der Pferdeflüsterer eingetreten? Die Wahrheit ist, ich habe eine Karotte in meiner Tasche versteckt. Wie gemein. Akaya schleicht sich einfach beim Pferd ein. Drei Spielscheine. Ja, ich kann wieder zocken gehen. Weil die Lumpenrobe gerade so eine hohe Chance hat. Ich werde sie aber nicht anziehen. Die ist für mich, aber die wird nur verstaut. Aber wir haben schon gelernt, das sind die Prank-Rüstungen. Janik und das Pferd wollen irgendwas. Ich werde dich hypnotisieren. Das Pferd redet! Was? Janik, du wirst müde. So müde. Siehst du, Dave, ich bin nicht verrückt, das Pferd kann reden. Hm? Puh, war nur ein Traum. Also, ich muss immer wieder lachen, ne? Also, da kann ich ja nicht Nein sagen, ne? Das gibt's doch nicht. Danke. Ey, schon wieder dasselbe nochmal passiert, ne? So eine geringe Chance und ich krieg die HP-Banane. So, Holz für Akaya. Das rote Holz. Was ist denn hier passiert? Ich war doch nur kurz weg. Das gibt es doch nicht. Was ist hier nur passiert? Oh, hier sind Geister. Ein Quälgeist. Spüre mein Feuerquälgeist. Und Days Wirbelwind. Alter, auf einen Gegner ist Wirbelwind ja richtig geil. Er kam gar nicht wirklich zum Zug. Mann, was sind das nur für Soldaten? Machen einfach gar nichts. Er konnte zumindest pieksen. Wie dein Teufelstörtchen. Nee, nicht das Geld. Teufelstörtchen. Hilfe! Ein Nervgeist. Okay, der hat wahrscheinlich mehr Kraft. Aber ich kann nur Feuer nutzen. Erster Beistand. Schmusewange. Oh. Gib ein bisschen MP zurück. Und das steigert sogar die Freundschaft. Wie nett. Ich will auch. Greta Janik. Ich bin lässig. Ich weich aus. Er ist entspannt und versteckt sich hinter Akaya, der Janik. Lieb von dir, Janik! Oh! Akaya ist doch auf Janik! Ja, ich hab dir gesagt, du wirst dir so keine Freude machen, Janik. Jetzt bist du selber schuld. Akaya hasst jetzt Janik. Hüllt das Herz von Dave in Dunkelheit. Ich bleibe einer der Guten. Mein Herz kann nicht in Dunkelheit gehüllt werden. Oh, Vorsicht, mitten im Reitangriff. 97! Akaya! Okay, Akaya wollte mal kurz übertreiben. Möchte unartig sein. Dave stellt ein Bein. Stellst du ihm einfach ein Bein?
Oh, jetzt ist Yannick auch böse. Da muss ich es halt erledigen. Yannick! Was soll das? Mann, hört doch mal auf, uns beizustellen. Warte. Einfach zur Sicherheit. Ach, ich wollte Dave eben in die Ruhezone stecken. Das kleine bisschen Bonuserfahrung geben wir mal mir. So. Der dunkle Fürst ist hier. Ein Gemach der Prinzessin. Bitte hilf ihr, ich flehe dich an. Schon auf dem Weg. So, von wem ist jetzt das Gesicht weg? Wenn der dunkle Fürst schon hier war. Von der Prinzessin offenbar. Ja, Prinzessin Sven hat ihr Gesicht verloren. Du liebe Güte, was war das für ein Wesen? Das ist so viel für mich. Mami, ich habe Angst, hilf mir. Mump, mump, mump. Der dunkle Fürst Sol hat meine Liebste entstellt. Er ist in Richtung Nachbarturm aufgebrochen. Deine Festung ist einfach direkt neben dem Schloss. Und das habt ihr nicht bemerkt? Ich habe Angst. Aber trotzdem, ich muss den Schuft verfolgen. Warte hier auf mich, Sven. Ich werde die Prinzessin retten. Nice one, Sven. Feidi. Oh, der König hat's bemerkt. Bestimmt sagt er jetzt eher Feidi zu. Meine Freunde müssen mich nicht hassen. So, und sein Gesicht ist hier unten. Also das von der Prinzessin. Sagt Rafe jetzt noch irgendwas? Okay. Ja, Feidi könnte wohl auch Unterstützung gebrauchen. Ja, der braucht bestimmt meine Unterstützung. Allein kriegt das nicht hin. Ich würde gerne einmal kurz im Gasthaus, ne? Oder? Nee. Kann auch warten. Ich wollte jetzt halt, um die Werte wieder aufzusteigern. Dass die wieder voll haben. Aber sind auch mal direkt wieder voll. Muss es nicht nochmal auffüllen. Der Nachbarturm. Der sieht cool aus. So, wir reiten durch, aber wir laufen mal normal. Obwohl, das heben wir uns für nächste auf. Wo keiner auf dem Pferd sitzt. An diesem Ort stehen einem echt die Harzberge. Selbst die Decke sieht aus, als würde sie einen gleich anspringen. Hast du etwa Angst? Was? Angst? Ich? Nie im Leben. Ich habe japanische Angst. Immerhin bist du ehrlich. Hätten wir ganz schnell Prinzessin Sven und dann bloß weg hier. Ach, Akaya. Wir gehen erstmal nach rechts, weil nach oben ist ja wohl der richtige Weg. Hä? Das Licht ist ausgegangen. Dave steckt im Dunkeln. Er hat das Licht ausgemacht. Wo sind denn alle hin? Nach links oder nach rechts gehen? Nach rechts? Hallo, ist da wer? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Yay! Es war einfach nur eine Überraschungsparty für dich. Wir haben sogar ein Geschenk für ihn. Ein Törtchen erhalten. War heute überhaupt mein Geburtstag? Wenigstens hat er ein Törtchen für seinen Geburtstag bekommen. Erster Ärger. Schmollen. Hm. Okay, und was hat das jetzt gemacht? Keine Ahnung. Das Geburtstagstörtchen, das kriegt Dave natürlich. Will ich nur mal so anmerken. Es war sein Geburtstagsgeschenk, da darf er es haben. 300 Leute gerettet. Der HP-Steuer kann jetzt 50 verstreuen. Der MP-Steuer 25. Und die Ruhezone wurde ruhiger. Ja,
Ja, nächstes Mal bei 350, also so in 50er Schritten. So, die sind gute Bekannte und können jetzt schnauben. Na, sowas. Achaia scheint auf Yannick sauer zu sein. Sie sollten gemeinsam in einem Zimmer an ihrem Problem arbeiten. Lass sie ruhig zusammen wohnen und sie beruhigen sich sicher bald wieder. Hoffen wir, dass sie sich schnell wieder vertragen. Aha, okay, wenn die gegenseitig Zoff haben, dann müssen die in einem Zimmer stecken. Na gut, dann gehe ich eine Weile zum Pferd. So, dann gucken wir jetzt erstmal, was hier rechts abgeht. Und ich muss hier noch einmal durchlaufen. Erstmal oben. Oh Gott, wir haben 6000, Yannick. Ach, keine Lust auf starke Monster. Eine Kiste, ja. Mit wie viel Geld? 1000. Jetzt habe ich fast 7000. Ich habe keine Geldprobleme. Und trotzdem sagen die ganze Zeit, brauche Gold. Oh, ein Magikobold. Dich lass ich mal leben. Ich will wissen, was du kannst. Ich kriege mal so lange die Gelees. Und wird gelobt, ja. Dave macht seinen Wirbelwind, hoffentlich auf die Schleime. Ich will sehen, was der Magikobold kann. Ich werde es nicht rausfinden. Level 11 für Shining. Riesenwaffe gelernt. Vergrößert die Waffe eines Freundes bei einem Zug. Automatische Magie. Oh. Ein Level Up für Achaia und ansonsten nix. Oh, endlich will mal jemand was gekauft haben. Achaia will eine Macho-Uniform. Er will seine Muscles zeigen. Ja, nice, Achaia. Dann zeig mir deine Muskeln. Hier, passend zu deinen Haaren im Weiß. Und Dave will die Macho-Kluft. Er will auch seine Muskeln zeigen. Das war ordentlich trainiert, ne? So, hier im Blau. Ich muss noch ein paar Mal laufen. Geh mir erstmal geradeaus. Beilung. Eine große Kiste. Mit einer Wunderuniform. Hey, du hast doch gerade erst die Macho-Uniform bekommen. Und direkt eine neue. Im Übrigen, es gibt zwei Versionen hier. Er macht ja einmal dieses, ich mache ernst und dann dieses entspannte. Erster Ärger, mürrisch. Menno! Was macht dieses mürrisch? Ist der Kai jetzt einfach nur aggressiv? Zumindest tröste ich Dave eben kurz. Und dann trete ich dem anderen ins Gesicht. Oh, das Schnauben ist eine normale Technik. Ja, tschüss. Ist geil, einfach mal hin und wieder so einen Gruppenangriff. Eine Macho-Rüstung. Hm, die Chance auf eine AP-Banane ist echt niedrig. Von Yannick kriege ich seine Macho-Rüstung. Ja, jetzt haben wir die Macho-Gang. Hm. Gib mir mal kurz einen Moment, Leute. Wir müssen das anpassen. So, jetzt sind wir die Macho-Gang. Darf ich vorstellen? Macho Shining, Macho Yannick, Macho Dave und Macho Achaia. Dave ist müde. Müde? Ein bisschen. Dave hat wohl nicht gut geschlafen. Ärger vorbei! Yannick wurde verziehen. Dave hat ein Geschenk gekauft. Einkaufen, ich hab was für dich. Eine Kerze! Wow! Achaia freut sich sehr. Ja, Shining mag Achaia und hat's gesehen. Shining ist einfach so schier auf Dave. Haben wir gehört, dass Pferde ein riesiges Sichtfeld haben sollen. Selbst wenn sie direkt nach vorne blicken. Können sie angeblich noch sehen, was schräg hinter ihnen liegt. Was? Echt jetzt, Epona? Ja dann. Gib einfach laut, sobald ein Monster. Sobald du ein Monster siehst. Hehe.
Der Bewohner wird schon ausgenutzt. So, ich muss hier nochmal durch. Ich würde die Prinzessin gerne heute noch retten. So, der HP-Streuer hat sich verbessert. Und das Pferd will mit Akaya ein Event führen. Akaya kann kaum die Augen offen halten. Ebona ist eingeschlafen? Nein, du bist eingeschlafen. Aber dreh den Spieß mal kurz um. Sekunde mal, neue Technik. Riesenwaffe. Oh, ich setze die endlich mal ein. Oh Gott, der Riesendolch. Hat er dem einfach durchs Gesicht gezogen. Dave zeigt keine Reaktion. Ich bin lässig und weiche aus. Und Akaya nutzt das Pferd. Teufelstörtchen. Da liegt eine Kiste. Mit 3 Spielscheinen. Ich kann wieder zocken gehen. Nach endlich. Nach all der Zeit. Darf ich wieder zocken. So, rasier endlich Dave. Ja, er hat endlich alle mal so gekillt. Nice. Die ganze Zeit warte ich schon darauf. Und endlich hat er es getan. So, keiner will was ausgegeben haben. Dave und ich haben ein Event. Wir haben heute richtig viel Zeit. Ich denke, es ist Zeit für einen neuen Look. Hä? Ich bin gleich wieder da. Tada! Um Gottes Willen, was habe ich mir denn da rausgesucht? Na, was meinst du? Ich wollte wohl Sakura werden. Man erkennt dich kaum wieder. Also mit der Frise sehe ich wirklich aus wie irgendwie Mädchen. So, jetzt geht's ab nach oben. Akaya reitet durch, ja. Und ist direkt runtergefallen. Magie-Kobolde, ja. Ganz normalen Angriff, wie ich sehe. Ich will sehen, bitte. Eine Falle. Akaya ist vorsichtig und bereitet sich vor. Bitte nicht schnauben. Nein. Und er wurde von der Falle gekillt. Ich werde es nie sehen. Ich will auch nur wissen, was die können. Und wieder 2 Wege zum Ablaufen. Das ist immer so ätzend zum Schneiden. Hm. Irgendwas im Gesicht oder so? Ja. Da krabbelt ein ekliger Riesenkäfer auf deine Schulter rum. Dave hat mich umgerannt. Hätte ich den Käfer doch nicht erwähnen sollen? Ich wollte doch nur nett sein. So, bitte. Zeig, was du kannst. Ah, endlich. Okay. Er macht so eine komische Schockwelle. Das ist alles, was ich in meinem Leben wollte. Sehen, wie ein Magie-Kobold angreift. Danke. Gastos. Und nächste Freundschaftsstufe mit dem Pferd. Schnauben gelernt. So, die beiden haben noch ein Event. Oh, ein Blümchen fürs Pferd. Und das Pferd hat genießt. Oh, das war eine ganze Freundschaftsstufe. Cool. Öffnen. Golemsteak, Mäusesnicks, hoch 2. Golemsteak war für Angriff, ne? Ich will in das Zimmer von Yannick gehen. Ich vermisse Yannick offenbar. Und das Pferd vermisst Akaya.
Wieder mein Geschenk für Yannick. Ich halte es immer sehr lässig hin. Ein Stück Seife. Jetzt kannst du dich für mich bücken. Ja, Dave hat es gesehen. Immer nur Yannick, das ist nicht mehr. Wieder die HP-Bananen. Ich glaube, ich kriege hier keine Rüstung mehr durch die Spielhalle. Ich gucke da jetzt nicht mehr rein. So, Mäusesnack. Hatten wir noch nie. Ich hasse ihn. Merk unser Kochkäse. Ja, der mag den. So, ein Golem-Steak. Yannick findet den nicht so krass. Also, Dave. Und der findet ihn geilo. Wir sind bald da, Dave. Keine Sorge. Und trägt wieder eine Gabelung. Bleh. Letzte Nacht habe ich etwas gesehen. Hm, was denn? Ein Geist. Er schlug so schnell, dass ich kaum ein Auge zu bekommen habe. Ach der, den sehe ich jeden Abend. Wie kannst du dann bitte schlafen? Ist wahrscheinlich dein bester Freund. Akaya schläft mit Geistern. Und noch eine Gabelung. Ich hasse mein Leben. $980. Ich werde im nächsten Gebiet keine Geldprobleme am Box haben, ne? Der eine ist schon mal tot. Kann ich denn noch kämpfen? Fäng dich wieder ein. Neue Technik. Ohrfeige. Autsch. Ja, ich hab mir einfach eine Ohrfeige gegeben. Aua. Und dafür wird er auch noch geheilt, dafür, dass er mir eine knallt. Also wirklich, Yannick. War doch ganz artig. Wir haben ein Teufelstörtchen bekommen. Kurz vorm Gasthaus. Da verpasst er mir einfach eine. Wieder eine Karotte für Epona. Mmh, nicht so lecker. Aber Stufe 12. Auch Satin 2 gelernt. Reiten kann man auch zu zweit. Passt aber auf, dass sie nicht herunterfällt. Die reinste Schaukelpartie hier auf dem Rücken von Epona. Gar nicht so leicht, das Gleichgewicht zu halten. Aber was für ein Bauchmuskeltraining. Sixpacks, ich komme. Das Sixpack hast du doch schon mit der Muskelrüstung. Oh Gott, wie oft muss ich denn hier lang? Und eine Kiste mit 650 Gold. Ja, ich habe gleich 10.000 erreicht. Level up für Shining. Und für Dave. Wir haben Level 12 erreicht. Level up für Yannick. Wirbelhieb gelernt. Zirkuliere dein Schwert und triff alle Gegner im näheren Umkreis. Er hat endlich einen AOE-Angriff. Und ein Level up für Akaya. Festmahl gelernt. Stille Team-AP mit einem Festmahl wieder her. Lange Vorbereitungszeit. Wahrscheinlich braucht er so zwei Runden für die Technik. Ah! Zeit für mein Abendessen. Bis später. Oh. Aber wenigstens bringt er einen Apfel mit. Oh, Dave probiert mal einen neuen Look aus. Was ziehst du dir an? Das steht dir, Dave. Man erkennt dich kaum wieder. Sieht aus wie eine Ananas. Wir haben Zahnangriff gelernt. Greife synchron mit einem Freund an und verursache Zusatzschaden. Okay, ab Stufe 12 kommt auch nochmal was. Ja, dann erreicht ihr beide mal Stufe 12. Das ist gut, dass ich das immer so aufteile. Oh, wir wollen doch was gekauft haben. Yannick will eine Tarnrüstung. Richtig geil. Natürlich in Rot. Muskelzeit ist wohl vorbei. Ja, der Dave, der will einen Silberdolch. Der sieht auch richtig cool aus. Jetzt sind die Gegner RIP.
Und ich, was will ich für eine Robe? Eine Tänzerrobe. Oh, die ziehe ich natürlich an. Kann ich ein bisschen tanzen. Na, meine Zuschauer, jetzt tanze ich für euch. Vielleicht aktualisiert sich ja dann auch die Spielhalle. Ja, ein zauberhafter Zauberstab. Versuche ich doch direkt. Zur Not kriege ich Wolkenwatte. Ja. Ja. Zumindest ein bisschen was Neues am Food. Ich mag es schon mal nicht. Janik auch nicht. Aber Dave schmeckt es. Na gut, wenn es dir schmeckt, Dave, hier bitte. Gönn dir. So, und das Teufelstörtchen, das krieg mal ich. Weil ich kann das am ehesten gebrauchen. Bitte noch mehr Gabelung, damit ich noch ein paar Mal mehr hier durch muss. Nochmal 450 Gold, ja. Das war ein Scherz. Na gut, wenn der untere Weg sowieso dahin führt, dann muss ich trotzdem nicht nochmal da durch. Also noch einmal mehr. Erster Beistand. Zangenangriff. Zeit für einen Zangenangriff, Dave. Oh, der macht ja richtig gut Schaden. Aber nichts macht so viel Schaden wie meine Explosion. So macht man das. Genau 400 Gesichter. Bitte stell mir kein Bein, Dave, wenn ich meine Explosion wirke. Neue Technik. Wirbelhieb. Brumm. Oh, der ist richtig gut, Janik. Bearbeitung abgeschlossen. Akaya ist dran. Mit dem Pferd und Schnauben. Oh Gott. Die waren tot. Wieder ein Teufelstörtchen. Jetzt macht ihn Shining glücklich. 400 Leute. HP-Streuer macht jetzt 60 HP. MP-Streuer 30. Du hast 5 MP-Bonbons verputzt. Die macht es aus. MP-Bonbons sind jetzt effektiver. Jetzt geben sie 15 statt 10 Mana. Genau das meinte ich die ganze Zeit. Ich will ja, dass die besser werden. Bei 10 MP-Bonbons werden sie noch mal besser. Dass sie hinterher wenigstens auch nützlich sind. So, zu wem will ich? Zu Akaya. Zeit fürs Striegeln. Oh, diesmal ist das Teil sogar anfangs da. Das ist sehr glücklich. Ja. Schmusewange gelernt. So, bei wem fehlt Schmusewange noch? Bei Akaya. Der darf erst zu mir und dann zum Pferd. Wir haben Goldplanks bekämpft und dann wurden wir richtig glücklich dabei. Keine, wie wir was gekauft haben. Toll. Okay, ich habe extra jetzt mal kurz nicht beschleunigt. Man fliegt immer vom Pferd runter. Zeit, unsere Körper zu stehlen. Bald werden wir uns dankbar dafür sein. Training, hurra! Oh, die tanzen. Beim gemeinsamen Training lernen sich beide näher kennen. Ich will endlich den zauberhaften Stab. Ja, bitte. Naissus Maximus. Er sieht nicht nur cool aus, der ist auch noch stark. So, Wolkenwatte mag wie immer kein Mensch. Das kriegt Dave. Aber das Teufelstörtchen mag Dave. Nur dumm, dass ich das mehr gebrauchen kann. Dank für den Raid in Akadari. So, und es ist endlich an der Zeit. Endlich. Wir kommen zur Spitze des Turms.
Okay, das Emoji kannte ich noch nicht. Oh! Spidey! Einmal tief durchatmen! Prinzessin Sven, ich werde dich retten! Für die, die es jetzt bis jetzt nicht mitbekommen haben, Sven hat sein Gesicht verloren. Es wurde gestohlen. Oh, Spidey zieht in den Kampf! General Sven! Einfach auch so ein Gorilla. Gib das Gesicht der Prinzessin zurück. Null Schaden. Welch Schönheit. Null Schaden. Ohne Wirkung. Unbegreiflich, dass mich der dunkle Fürst mit solch einem Gesicht beglückt. Gib mir sofort zurück. Dieses Gesicht gehört nur mir. Ich werde es niemals erkennen. Ja. Das kriegst du niemals zurück. Ins Gesicht geschlagen. Instant K.O. Heidi wurde besiegt. Aber er hat's versucht. Und Sven Dance dafür. So, jetzt kommen wir. So, jetzt zeigen wir dir mal, wie man Sven rettet. So, bitte den Wirbelwind. Nein, nicht den normalen Angriff. Ich glaube, ich mache so auch mehr Schaden, als wenn ich das normale mache. Schnauben! Zack! Los, Akaya! Hey, Saue! Oh Gott. Einmal Akaya richtig ins Gesicht geboxt, mir auch noch. Bis mein Feuer. Danke für die Hilfe, Yannick. Hör mal los. Sekunde. Riesenwaffe. Hau ihn mit deinem Riesendeutsch. Ich müsste das mal bei Yannick machen. So. Akaya wird auch bei seiner heißen Haue geholfen. Oh Gott. Sven kassiert. Autschen. Oh Gott, er hat auch einen AOE-Angriff. Ich heile mir zumindest die anderen. Ich habe keinen Salz mehr. Ich putter meine HP-Banane. Ich habe nämlich keine Lust zu sterben. Oh, ich mache Riesenwaffe bei Akaya. Los, klopp ihn weg. Ab in die Pfanne mit ihm. Ja, ich mache das auch nochmal bei Yannick. So, Yannick, rasier ihn weg. Bitte. Bam. Yannick blickt woanders hin. Vorsicht. Ich dachte doch, Yannick hat es irgendwie mit dem Ausweichen, ne? Es bringt nichts, ihn zu warnen. Ist einfach sinnfrei. Er will nicht. Er muss erstmal das Pferd kommen und Sven ins Gesicht treten. Oder ich hau ihn von dort aus. Vielen, vielen Dank. Yannick und Co. waren siegreich. Ausweichen ist für Feiglinge. Yannick, du brauchst hier nicht einen auf mutig tun. Ich sehe die blauen Flecken. Ein Gorilla-Shake. Hm? Oh, da ist der finstere und dunkle Fürst. Ihr habt einen meiner treuen Diener besiegt. Das trübt meine Laune. Dafür werdet ihr bezahlen. Ihr werdet schon sehen. Der dunkle Fürst Sol ist Richtung Osten geflohen. Danke, dass du mich gerettet hast. Es beschämt mich, dass ich gar nichts beitragen konnte. Aber Hauptsache, wir haben das Gesicht der Prinzessin zurück. Du warst viel hilfreicher, als du denkst. Du hast immer mehr gemacht als Schmirko. Der ist einfach heute nach Hause gerannt. Lass uns schnellstens zu ihr aufbrechen. Ich habe den Turm abgeschlossen. Ich hab's geschafft.
So kennt man ihn. Meinst du jetzt den Waldi oder den Schmirko? Und der König ist nicht hier. Ja, das Gesicht kehrt zur Prinzessin zurück. Ich bin so froh. Vielen Dank. Ich bin so froh, mein Gesicht wieder zu haben. Ihr habt unsere geliebte Tochter gerettet. Eine Belohnung ist das Mindeste, was ihr euch verdient habt. Ich biete dir nochmal meinen Heiratsantrag an, ne? Auch du hast uns sehr beeindruckt, Feidi. Warum leckt das eigentlich gerade so? Aber Euer Majestät, ich habe gar nichts bewirkt. Unfug, mein Junge! Wir haben noch gesehen, wie du zur Rettung der Prinzessin fortgeeilt bist. Deine noble Tat war eines Prinzen mehr als würdig. Deshalb gestatten wir dir, von nun an der Prinzessin den Hof zu machen. Nein! Heidi! Und Dave weint! Warum sitzen wir auf Dave, also den König, drauf? Prinz Schmirko hingegen. Er hat sich einfach nur als erbärmlich erwiesen. Mum, mum, mum. Mami! Na, Sven? Streiche den Feidi. Ich bin am glücklichsten, wenn Feidi bei mir ist. Ich werde die Prinzessin beschützen. Ich weiß nicht wieso, aber jedes Mal, wenn ich Sven sehe, muss ich lachen. Ich stehe tief in deiner Schuld. Und nun los, gib dem dunklen Fürsten, was er verdient hat. Jum, jum, jum. Okay. Wir haben sehr viel erreicht heute. Und ich habe nochmal zum Ende einen Lachkampf bekommen. So, und jetzt können wir hier nur nach rechts, ne? Wir machen die eine Ebene noch. Dann mache ich für heute Feierabend. So, jetzt kommt wieder der in die Wache. Ich bin tot von der Schlosswache. Ja, wir überschreiten gleich die Grenze, ne? Also Vorsicht. Dafür bist du jetzt extra vorbeigekommen. Ich muss mich korrigieren, wir machen diese Ebene noch. Es wird dunkel. Wir sollten eine Runde quatschen. Und dann... Und was dann? Sie hörte eine Stimme. Ach, ich erzähle eine Horrorgeschichte. Sie flüsterte ihr in der Nacht in der Dunkelheit zu. Was war das? Danke fürs Follow. Ich hab Angst. Sie krächzte wie ein Sargdeckel, der sich langsam schließt. Und was dann? Wo ist mein Gesicht? Ich würde mal sagen, Dave hat die Geschichte wohl sehr gut gefallen, ne? So, und jetzt nochmal ordentlich... Danke fürs Follow, Christina. Diese Z-Com-Musik. Finde ich richtig gut. Und wieder ein Kampf. Autsch. Neue Technik. Scharfe Speise. Oh, die setzt er endlich mal ein. Hau rein. Hm. Ah, scharf! Dave hat's nicht gefallen. Aber er hat den Geist gefrackt. Das war ja einfach. Danke fürs Felsenschoki. Dave. Schon wieder vom Pferd gefallen. Und Gasthaus. Wir haben das Ende von Anfangs erreicht. Nicht mal lange, dann setzen wir Fuß in ein völlig neues Gebiet. Oh ja, die Stadt nebenan. Was uns dort wohl erwartet? Ich bin schon ganz aufgeregt. Also ich habe Gerüchte über nebenan gehört. Da fällt euch alles aus dem Gesicht. Hm, was zum Beispiel? Nun sag schon. Komm, Yannick, raus mit der Sprache. Och nö, werdet ihr ja schon sehen, falls was dran ist. Also erst neugierig machen und dann sowas. Voll gemein.
So kenne ich Yannick. Ach, lassen wir uns halt überraschen. Und dann sollten wir uns mal höchst feierlich von Anfangs verabschieden. Tschüssi! Schon bald werden wir nebenan persönlich Hallo sagen. Also dann, auf den Beginn einer neuen Reise. Zum Wohl! Ja, du wolltest nicht reden, Yannick. Was passiert hier? Was passiert hier? Nein! Er klaut, glaube ich, gerade meine Freunde. Was war das? Huch! Wo sind denn die anderen? Schwere Zeiten, was? Der dunkle Fürst Sol war in der Nacht zu Besuch. Er hat deine Freunde verschwinden lassen. Nicht mal ich kann dir sagen, wohin er sie entführt hat. Aber wenn du dich beeilst, kannst du dich vielleicht retten. Nach dem Hate bin ich freiwillig mit. Ich hab dich nicht gehatet. Moment, hoch. Ach, noch was. Alles, was du so konntest, ist auch weg. Klasse, Technik, Fähigkeiten, alles weggezaubert. Och, nö. Was? Das macht es dir in Kämpfen natürlich nicht leichter. Deshalb verleihe ich dir jetzt neue Kräfte. Du kannst sie auswählen. Übrigens, es stehen ein paar neue Klassen zur Auswahl. Okay. Ist jetzt schön, ne? Meine Freunde sind einfach entführt worden und ich darf nicht mehr Magier sein. Was haben wir überhaupt als neue Rollen? Den Unhold? Verursacht Ärger und Verwüstung, ist aber so süß, dass man stets verzeiht. Nimm Forscher? Wende die Macht der Wissenschaft an... Wissenschaft und Technik an, um Gegner zu besiegen. Und eine Katze. Eigentlich müsste ich eine Katze sein, ne? Wenn man so meinen Avatar bedenkt. Der jetzt gleich auch wieder zurückkommt. Ja. Hier den Dieb, Krieger und Koch nehme ich nicht, weil meine Freunde den schon hatten. Und für den Priester habe ich schon jemanden eingeplant. Genauso wie für den Unhold. Ich überlege gerade noch, wen ich für den Forscher einplane. Weil dann nehme ich jetzt die Katze. Zierliche Tatzen, putzige Schnurrhaare, alles zerfetzende Krallen. Noch Fragen? Nee, eigentlich nicht. Darf ich vorstellen, Katzen Shining. Nun gut, jetzt bin ich auch Shining. Ho, ho, ho. Inzwischen. Was macht ihr da? Wo seid ihr? Wo um alles in der Welt sind wir hier? Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass uns der dunkle Fürst angegriffen hat. Also hat er uns hier abgesetzt, dieses Scheusal. Moment mal, wo ist denn Shining? Er ist weg. Ich wurde nie entführt. Shining kann gut auf sich aufpassen. Und er wird uns retten kommen, ganz sicher. Vollkommen richtig. Jawohl, auf Shining ist Verlass. Toll, jetzt werden die Hoffnungen so hoch gesteckt, dass ich Angst bekomme. Ja, toll. Meine Freunde sind weg und momentan kann ich mich ja dann nur mit dem Pferd begnügen, ne? Aber das hat auch einen Vorteil. Ich muss mit niemandem mein Zeug teilen. Miau. Alles meins. Ja, super, Leute. Dann würde ich mal sagen, wir beenden das hier auch direkt. Einen Moment. Ich will mich nämlich auch so von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, könnt ihr auf Twitch ein Follow da lassen, was ein paar auch im Stream getan haben. Ein Abo und ein Like auf YouTube, weil ich lade das ja jetzt auch auf YouTube hoch. Und ich würde mich dann jetzt hier erstmal schon mal von YouTube verabschieden.